Servus, guten Morgen. Heute ist Dienstag, der 23.02. und wir blicken heute auf das Währungspaar Euro-Kanadischer Dollar. Aus der hinteren Reihe habe ich heute auch mal wieder einen Chart mitgebracht, der für den ein oder anderen durchaus interessant sein könnte, nämlich das Währungspaar US-Dollar, mexikanischer Peso. Und bei den Indizes habe ich mal den Nikkei mitgebracht. Auch der macht gerade eine interessante Korrektur. Das bleibt spannend. Deswegen schauen wir heute mal ein bisschen abseits der regulären Pfade sozusagen, auch nach Trading-Möglichkeiten. Solche Umschwungphasen, wie wir momentan haben, ja, die machen es doch manchmal nötig, auf anderen Wegen nach guten Chancen zu suchen. Deswegen machen wir das heute. Natürlich an dieser Stelle auch immer wieder Raum für Fragen. Ich sehe auch schon hier in Zoom und Facebook, das passt alles hier. Ton und Bild sind gut. Danke dafür. Klasse Service, den ich hier von Ihnen mitbekomme. Zunächst noch der Risikohinweis. Ich bitte wie immer in Gänze zur Kenntnis zu nehmen, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Und dann kommen wir mal so ein bisschen zu dem Thema Nachrichten. Wobei, wenn man die Nachrichten hört, könnte man gerade glauben, das Einzige, was die Märkte gerade bewegt, ist das Thema Inflation. Es ist einfach irre, was da gerade durchs Dorf geprügelt wird. Wir sprechen Freitag ein bisschen intensiver drüber, beziehungsweise ich werde nachher in meinem Wall Street Traders Lunch, was ich über meine private Seite sozusagen mache, ein paar Worte dazu verlieren, wie das Ganze den Nasdaq beeinflusst hat. Nur das geht mehr in den Aktienbereich, von der Seite her ist das später dran. Wird heute so gegen 14 Uhr sein. Das heißt, wer mag, dort einfach auf meinem Facebook-Profil Mike Seidel mit reinschalten. Und wer in Facebook ist und mich auch vom Prinzip abonniert bzw. geliked hat, sollte dann auch ganz normal eine Info bekommen zu den Nachrichten von heute. Die Briten hier haben Zahlen zu den Arbeitslosenänderungen bekommen. Es sind wie beim letzten Mal minus 20.000, grün das Ganze, weil von plus 35.000 ausgegangen worden ist. Aus der EU bekommen wir die Verbraucherpreise hier für den Monat Januar. Und da sehen wir, was das Thema Inflation ausmacht. Plus 1,4 erwarten die Analysten, 0,2 plus waren es im Vormonat. Also das ist schon relativ interessant, was dort gerade abgeht. Und man merkt halt auch, dass die Zinsen ansteigen. Also man merkt, die Zinsen steigen an, die Inflation kommt so ein Stück weit hoch. Aber ich sag mal, wenn man mich fragt, ich denke mal, was meine Erfahrung aus der Vergangenheit auch ist, eine Inflation bis 3% sollte eigentlich, wenn sie nicht zu ewig dauert, für die Wirtschaft kein massives Problem darstellen. Ne? Es gibt da immer mal so ein paar, sage ich mal, Umschichtungen, wenn die Zinsen tatsächlich hier in Richtung 3% gehen. Aber ich denke, das wird sich noch in Grenzen halten. Wie schon gesagt, mehr dazu gibt es dann entsprechend später. Am Nachmittag gibt es dann das Conference Board Verbrauchervertrauen aus den USA um 16 Uhr. Um 16 Uhr gibt es auch wieder eine Stellungnahme vom Fed-Vorsitzenden Powell. Das kann ja immer wieder auf die Märkte wirken. Wir haben gestern gesehen, mit welcher Bewegung der US-Dollar auch reagiert hat. Wir hatten ja gestern auch die Rede von Yellen. Yellen ist ja bekannt dafür, den US-Dollar schwach zu reden. Also man wird sehen, was hier passiert. Zum Thema Schwachreden vom US-Dollar. Ich glaube, mit nur Reden wird das nicht getan sein. Die Problematik ist eine ganz, ganz andere. Wenn einfach die Zinsen in den USA, die relativ sicheren Zinsen bei den Staatsanleihen schneller steigen als in Europa, da kann, glaube ich, Frau Yellen erzählen, was sie möchte. Wenn die Investoren daran interessiert sein, die US-Bonds zu kaufen, dann werden die das tun. Und das stützt dann sozusagen auch entsprechend den Dollar. Mal schauen, was die Notenbank hier entsprechend macht in den nächsten Wochen in diese Richtung. Wie schon gesagt, Fed, der Vorsitzende von der Fed wird heute 16 Uhr wieder Stellung nehmen. Und dann bekommen wir um 20 Uhr den API-Rohöl-Lagerbestand. Also das Ganze hier an dieser Stelle zur Tagesvorschau für die Nachrichten und damit gehen wir rein in die Charts. Und wie schon gesagt, wer Fragen hat, bitte rein in die Chats entsprechend. Ich gehe das Ganze dann nachher auch Stück für Stück mal durch. Ich sehe schon einige Fragen auch schon einfliegen. Das machen wir dann gleich. Zunächst der Blick auf die Währungen. Ich mache wie immer das Bild jetzt gleich mal auch noch mit groß, dass alle hier in scharf sehen können, was wir uns betrachten. Und jetzt betrachten wir uns gerade
sozusagen hier an dieser Stelle das Währungspaar Euro, kanadischer Dollar. Und da sehen wir einen etwas längeren Zeitrahmen. Und was wir halt auch sehen, ist hier oben der Deckel drauf. Lange, lange Zeit ging es nicht wirklich über die 1,5740. Und lange, lange Zeit hat halt hier unten der Drehbereich um die Marke von 1,5340 den Boden gegeben. Den ersten Rutsch unter den Boden, so richtig drunter, den haben wir hier vor ein paar Wochen gesehen. Haltezone, auch hier grober Bereich, ungefähr 1,5263. Da ging es dann wieder kräftig nach oben in das Median der Range, nur um dann den nächsten Versuch zu machen, drunter zu laufen. Wieder eine kleine Korrektur und gestern dann entsprechend, in der letzten Woche der Rutsch nach unten. Gestern dann der Test vom Anlauflevel hier unten, das kleine Support 1,5263, jetzt nach oben und da. Das ist jetzt genau der Spannungspunkt, an dem es wirklich interessant wird. Denn wird diese Range hier, dieses Ausbruchslevel, tatsächlich wieder abverkauft, dann gibt es tatsächlich eine gute Chance, die 1,5263 unten rauszunehmen und in die tieferen Level reinzulaufen. Tiefere Level, wo finden wir die? Als kleine Zwischenziele, schaut mal hier hinten. Da hatten wir Zwischentiefs auf dem Weg nach oben. Das waren also quasi Korrekturtiefs der Aufwärtsdynamik hier. Die dürften durchaus eine Rolle spielen und das sind die Marken um die 1,5195 hier an dieser Stelle und etwas tiefer hier unten 1,5150. Diese Marker wären die nächsten. Man kann das Ganze ohne weiteres auch noch hier unten reinziehen. Na, da haben wir ja auch ein größeres Level, wo einiges aufgehalten wurde. Das ist der Bereich so ganz grob um die 1,5055 in diesem Drehbereich rum. Das ist das, was auf der Unterseite wartet. Kommt es allerdings, und das ist ebenfalls interessant, für die Arbeit mit der Range zu nachhaltigen Kursen wieder innerhalb der Range, dann haben wir ganz klar und klassisch wieder Thema In-Range-Trading-Strategien. Und da sehen wir schon mal hier in diesem größeren Bilde die Anlaufpunkte hier oben, die Verkaufsbereiche 1,5442 und 1,5593. Das ist das, was wir oben auf der Seite haben. Und dann habe ich jetzt mal gleich noch eingeblendet ein paar weitere Linien. Und diese weiteren Linien möchte ich jetzt mal im kleineren Zeitrahmen besprechen. Denn wenn wir uns diesen Schub von oben, von der Oberseite der Range nach unten hin mal anschauen, dann sehen wir halt einfach hier schön die fallenden Hochs und die fallenden Tiefs. Zwischendrin mal ein ordentlicher Anstieg oben rauf und dann gleich wieder die Umkehr trendig nach unten. Und das sind die zwei Level, die jetzt hier im Kleineren wirklich sehr, sehr interessant werden. Nämlich das ist dann das Thema Ausweitung in die Range-Oberseite wieder rein. Und da sehen wir momentan halt hier läuft der Abwärtstrend entsprechend nach unten. Und das jetzt hier ist sozusagen das Ringen um das, was quasi an dieser Range geschieht. Und das zeichne ich jetzt mal ganz kurz ein, die zwei Trading-Szenarien, die wir hier an dieser Stelle haben können. Das heißt, mal bezogen mit einem größeren Bild, hier ging es nach unten, da sehen wir das Ganze schön nach unten schwanken. Dann gab es hier an dieser Stelle mal einen größeren Rücksetzer, der war auch trendig. Und nach diesem Rücksetzer ging es nach unten und auch dieser Rücksetzer nach unten ist jetzt trendig gelaufen. Und jetzt testen wir gerade diesen Range-Bereich und da kommt es jetzt tatsächlich drauf an, was wird hier normalerweise, sehen wir hier ganz klassisch die Korrektur am Laufen. Ne? Das ist auch sehr, sehr schön zu sehen, aber... Und das ist jetzt das Aber, das Thema dieses Spannungsbereiches hier. Hier haben wir zuletzt eine leichte Flagge. Und das wäre eher ein bullisches Zeichen, wenn wir nach diesem starken Anstieg im Kleinstbereich wohlgemerkt eine Bullenflagge haben, die nach oben aufgelöst wird. Kommt das nämlich, dann kann es relativ schnell dorthin gehen, dass wir hier eine Sequenz zur Oberseite hinbekommen. Das heißt, dass wir hier die erste Aufwärtsbewegung haben, hier die Korrektur. Und wenn wir das hier drüber wegnehmen, dann haben wir einen kleinen Aufwärtstrend, der dann durchaus die Chance hat, hier oben dieses Doppeltop, diesen Verkaufsbereich hier um die 1,53, knapp 78, 79 rum rauszunehmen. Und dann stehen halt die höheren Marken auf der Tür. Und zwar wäre das dann als nächstes hier dieses kleine Zwischenhoch um die 1,5442. Dann hier
diesen Drehbereich, das habe ich mal hier so in dieser Art und Weise markiert, weil hier oben ging es in die Abwärtssequenz trendig nach unten und dann gab es nochmal den Test dieses Levels und das wurde auch verkauft oder abverkauft. Deswegen hier der Bereich um die 1,55, das Zwischenhoch ist ein bisschen über 1,55,13, das wäre der nächste Zielbereich und wenn es dann tatsächlich dort oben drüber fliegt, schaut hier, da haben wir dann die Anlaufpunkte oben am nächsten Doppeltop, was wir hier in dieser Richtung haben. Und das wäre mal ganz klassisch hier oben, dieser Bereich um die 1,55,93. Das ist das kleine Hoch, was wir hier an dieser Stelle haben. Also das ist nicht uninteressant für das Währungspaar Euro-Kanadischer Dollar. Und das Ganze entsprechend hier zu sehen im kleineren Verlauf. Und wer sich jetzt nochmal das ganze Thema hier um die Range mögliche Bärenflagge nochmal anschauen will, dem sei geraten, schaut doch einfach mal rein in die kleine Zeiteinheit darunter. Wir schauen mal einfach in den 15-Minuten-Chart. Schaut mal, da sehen wir nämlich auch sehr, sehr schön den größeren Abwärtstrend von oben nach unten laufen. Ne? Ganz klar, hier der Bewegungsarm, der ist lange, lange korrigiert. Ne? Da ist hier schön der Markt nach oben gelaufen. Und jetzt ist es halt echt tatsächlich so, was wird aus diesem Anstieg hier? Und wenn wir es hier tatsächlich jetzt im Kleinen schaffen, die Aufwärtssequenz zu etablieren, dann haben wir wirklich gute Chancen, oben reinzulaufen. Das heißt, das Ganze mal aus dem Kleinen herauszuziehen, dann hätten wir hier quasi die 1, hier die erste initiale Phase sozusagen gehabt und aus dieser initialen Phase heraus können wir dann die Aufwärtssequenz sehen, nämlich hier dann den nächsten Schub zur Oberseite hin und wenn wir hier tatsächlich von unten rauskommen und hier das Kleine oben rausnehmen, dann haben wir die gute Chance oben durchzulaufen. Und dann haben wir in der Stunde genau dieses Bild an dieser Stelle laufen. Und wie schon gesagt, hier sieht man auch sehr, sehr schön, was ich in der Stunde bzw. im 4-Stunden-Chart gerade hier so mit diesen Linien nach unten als kleine, sage ich mal, Range auch eingezeichnet habe. Also hier so als flaggenförmige Bewegung hier nach unten an dieser Stelle. Das kann man im Kleineren an dieser Stelle genauso gut auch als Dreieck sehen, hier nach oben sozusagen laufend. Hier rein, ich kann es mit dem Tool ein bisschen schlecht zeichnen, aber Ausbruch zur Oberseite wäre halt wirklich auch die bullische Verortung, den Schub nach oben hinzunehmen. Das sind so ein paar Indikationen, die man hat, um durchaus die Oberseite entsprechend mitzuspielen. Das, wie schon gesagt, Euro, kanadischer Dollar und was diesem Währungspaar halt gerade in die Arme spielt, ist halt einfach auch der stark steigende Ölpreis. Wenn wir uns das mal ganz kurz anschauen wollen hier, wir gehen schon wieder oben ab durch die Decke und der Kanndollar ist ja eine sogenannte Petrowährung und ein steigender Ölpreis wirkt sich positiv auf die Währung aus. Das heißt, die Währung wird dann entsprechend schwerer da ist halt viel, viel, viel Bewegung entsprechend drinnen. Wenn die Währung wieder leichter wird, dann geht es in die andere Richtung. Also da muss man einfach ganz genau auch mal hinschauen, was der Markt entsprechend aus dieser Geschichte mitmacht und das spielt natürlich entsprechend alles mit, ne? Und das muss man sehen. Und wenn der Kanndollar jetzt beispielsweise deutlich schwerer werden würde, das würde dann genau in den Konto reinhauen, dass wir hier den Abverkauf, den richtigen Ausbruch aus der Range sehen und das Ganze dann nach unten zum Laufen haben. Kommt es anders, das wäre dann wieder das Range-Geschehen. Aber wenn man mich jetzt fragt, rein aus der fundamentalen Geschichte, würde ich von der Fundamentalseite her aus eher sagen, wir laufen nach unten durch. Aber weil wir es nicht wissen und hier wieder diesen schönen Spannungsbereich haben, müssen wir einfach nur auf die Märkte hören und schauen, was nach oben hin geht. Wie schon gesagt, kurzfristig die Oberseite ist da, mittelfristig könnte es durchaus auf der Unterseite etwas interessanter werden für den längeren Bereich im Swing Trading. Das ist der Blick in das Währungspaar Euro-Kanadischer Dollar. Wir bleiben mal kurz noch bei den Währungen und da, Moment, halt einmal groß. So, jetzt machen wir das mal wieder so. Wieso ist der jetzt nicht klein? Strange. Okay, alles klar. Also an dieser Stelle machen wir mal weiter hier mit dem Blick in das Währungspaar US-Dollar mexikanischer Peso. Da muss ich mal ganz kurz hier das neue Chartfenster aufmachen, denn so oft haben wir dieses Währungspaar nicht auf der Uhr und zu viele Chartfenster sind manchmal ein bisschen hinderlich im Stereo-Trader. Aber nichtsdestotrotz, wir sind ja flexibel und können das Ganze sehr schön nutzen. Hier mexikanischer Peso, wir sehen es im Kleinstbereich schon, dass wir hier doch deutlich nach oben gelaufen sind. Wir sind gestern über eine wichtige Marke entsprechend ausgebrochen, denn hier sind wir, ich zeichne es mal ganz kurz ein, hier oben in diesem Bereich hatten wir einen Widerstand hier, grob um die Marke von
2050, 2060 rum. Und da sind wir jetzt trendig drüber gelaufen. Und das ist natürlich eine sehr, sehr interessante Geschichte hier schön von unten raus. Wir haben jetzt definitiv hier im Tageschart einen Aufwärtstrend am Laufen und der hat jetzt natürlich die Chancen, weiter zur Oberseite reinzugehen. Das nächste Level im Kurzfristbereich wäre dann natürlich erstmal sehr, sehr wichtig, dass man hier das gestrige Zwischenhoch hier um die Marke von 2083, 2084 in etwa rausnimmt zur Oberseite hin. Und wenn das tatsächlich der Fall ist, dann sieht man auch schon der nächste Anlaufbereich auf der Oberseite. Da hätten wir mal hier oben dieses Level in dem Bereich hier oben um die Marke von knapp 21,50. Das ist durchaus interessant für einen Run zur Oberseite. Wichtig wäre es halt, dass wir die Bestätigung oben drüber rausbekommen. Und das schauen wir uns jetzt mal hier mit Blick auch in den 4-Stunden-Chart an, weil da sieht man es wirklich sehr, sehr schön. Wir trenden ein ganzes Stückchen nach oben und haben durch diesen Trend jetzt natürlich die Chance, genau vom Markt zu erkennen, wo geht es denn weiterhin, was sind wichtige Marken. Und das ist halt der Punkt. Schaut mal hier, Bewegung, Korrektur, Bewegung. Und wenn man einfach mal ausmisst, wie tief die korrektive Phase hier gewesen ist, dann sieht man halt einfach auch, welches Potenzial zur Oberseite entsprechend mit drin ist. Wir messen das mal ganz kurz aus hier. An dieser Stelle schaut man, das war das Tief unten drunter und das packen wir einfach mal oben drauf und da sehen wir schon, das geht schon ein ganzes Stück weit zur Oberseite rein und nimmt dann halt auch tatsächlich die Oberseite rauf. Und das wäre wirklich sehr, sehr wichtig. Wenn wir hier den Schub nach oben sehen wollen, müssen wir hier oben drüber, das wäre dann Fortsetzung vom Bewegungsarm, der kann ganz klassisch auch noch ein bisschen korrigieren, ein gutes Korrekturlevel, ja, da haben wir doch einiges liegen, wo wir die Unterseite sehen können, wenn wir jetzt ein bisschen ein Durchatmen quasi zum gestrigen Tag bekommen, das wäre mal hier dieses größere Ausbruchslevel hier um die 2060 in etwa, beziehungsweise dann ein kleines Stückchen drunter, hier haben wir noch den Drehbereich um die 2047, 2048, das wäre mal korrektive Phase. Bleibt der Markt allerdings stark, das wäre dann ein starkes Zeichen hier, dieses Dreieck, was wir hier momentan am Laufen haben, ich gehe da mal ganz kurz in den 15-Minuten-Chart rein, das ist halt auch eine Sache, wenn wir tatsächlich hier in dieser korrektiven Phase innerhalb des Dreiecks bleiben und dann direkt oben rausbrechen, das wäre lehrbuchmäßig eine sehr, sehr bullische Konsolidierung und das spricht dann ganz klar dafür, dass man durchaus zur Oberseite rausschieben kann und hier die längerfristige Zielmarke auf der Oberseite mit rausnehmen kann. Also das durchaus mal eine Handelsidee aus den hinteren Reihen und auch das ist ja etwas, was wir hier bei Tickmill entsprechend sehr schön traden können und damit gehen wir nochmal zu den Indizes hier an dieser Stelle und zwar gehen wir mal auf den Nikkei. Den muss ich jetzt nur mal ganz kurz raussuchen. JP225, da ist er. Na? Und hier sehen wir es. Hervorragende Konsolidierung, die hier läuft, baut sich Stück für Stück nach unten auf, ist also jetzt hier keine typische Bullenflagge mehr, sondern hier haben wir einen relativ engen, sage ich mal, Trendkanal nach unten, der die korrektive Phase vorgibt. Wir sind hier oben am Allzeithoch, nein, das ist nicht das Allzeithoch, aber jetzt ein auf alle Fälle mal das Jahreshoch. Wir stehen ja so hoch wie seit sehr, sehr langer Zeit nicht mehr. Und nachdem die Marke von 30.000 gefallen ist, gab es hier einen richtigen Move nochmal zur Oberseite drüber raus. Hier an dieser Stelle, ne, sind wir über die 29,8 und hier in diesem Move und dann über die 30.000 Punkte Marke im Hoch, wie schon gesagt, 30.713 Zähler hier oben gehabt und das ist jetzt durchaus interessant, das Ganze mal etwas näher unter die Lupe zu nehmen, denn wir sehen jetzt hier das Hoch und wir sehen auch schön die Korrektur. Und das ist jetzt das, was mit Spannung zu betrachten ist, denn wenn wir einfach mal schauen wollen, wo wir hier tatsächlich die nächsten Anlaufpunkte auf der Unterseite haben, dann sehen wir halt hier unten dieser kleine Ausbruchsbereich hier, als sich das Ganze dann nach oben fortgesetzt hat, ein bisschen über 29.600 Punkte. Das wäre durchaus mal der Weg nach unten an dieser Stelle, den man anplanen kann. Aber die Korrektur muss man schon sehr, sehr genau betrachten, denn wir sind jetzt hier in einer Phase, wo wir auch schnell wieder nach oben laufen können. Denn wenn wir mal sehen, der Aufschwung hier hat gedauert 1, 2, 3, 4 Tage und wir laufen jetzt 1, 2, 3, 4 Tage schon nach unten. Also zeitlich gesehen ist das Ganze mal von den Tagen her vollständig korrigiert. Von der Tiefe her allerdings, naja, ein bisschen was über die Hälfte und das schauen wir uns
uns jetzt mal kurz im Stundenchart an. Da sehen wir nämlich den Ablauf hier nach unten, die Ablaufsequenz. Und das wäre jetzt mal sehr, sehr interessant zu sehen, was hier passiert. Denn wenn wir uns diesen Chart mal kurz anschauen, wir sind hier quasi über einen wichtigen Bereich schon wieder drüber gegangen, beziehungsweise in diesem initialen Schub drüber gegangen. Und das ist hier diese Marke, dieser Drehbereich, grob um das Level von 30.170. Das ist ein schönes Level. Das war hier Unterstützung, hier Widerstand. Dann sind wir drüber gegangen. Und wenn es der Markt jetzt tatsächlich schafft, da oben drüber zu gehen, dann haben wir wieder einen untergeordneten Aufwärtstrend. Und das kann man dann als Swing Trade durchaus dazu nutzen, zur Oberseite raufzulaufen. Also das ist sozusagen jetzt mal das bullische Szenario, was wir hier haben, aus dieser Sequenz unten raus mit einem höheren Tief, zack, und dann hier ein nächstes höheres Hoch, und dann haben wir sozusagen den Weg vorgeebnet. Wichtig wäre es jetzt aus aktueller Sicht gleich einmal, dass wir hier tatsächlich dieses kleine Zwischenhoch rausnehmen, und das wäre dann auch sehr, sehr interessant, denn wenn dieses kleine Zwischenhoch dort rausgenommen wird, dann ist sozusagen der kleinste Abwärtstrend mal rausgenommen, also das, was wir hier sehen, hier, das wäre jetzt wieder die Gegenbewegung zu unten, das ist jetzt mal der kleine Abwärtstrend, den wir über die letzten vielen Stunden gesehen haben. Und wie schon gesagt, wenn der vom Markt rausgenommen wird, dann ist das erste initiale Level. Und wenn es dann hier nach oben geht, dann haben wir schön die Anlaufpunkte oben drauf, was zur bullischen Seite führen kann. Schwierig wird es, wie schon gesagt, für die Erholung nur dann, wenn wir tatsächlich unten drunter laufen. Das heißt, unter dieses Level, was wir hier haben, unter das Zwischentief, das wäre dann mal ganz klassisch eine oder ein Indiz dafür, dass der Markt nicht nach oben möchte momentan, sondern eher die korrektive Phase ausweiten möchte, also hier unter die Marke von 29.760 drunter zu fallen. Und da sehen wir sogar hier im Stundentrend die schönen Auffanglevel hier, der Ausbruchsbereich hier an dieser Stelle, beziehungsweise dann der größere Ausbruchsbereich, den wir auf der Tagesbasis auch gerade gesehen haben, hier unten in diesem Bereich, um das Level von hier grob zu sehen, knapp 29.000 Punkten im Nikkei. Also wir gehen nochmal kurz in den Tageschart. Das wäre dann hier dieses Level, was wir an dieser Stelle haben. Ich räume den Chart mal kurz ein bisschen auf, dass wir etwas besser sehen können, was wir hier meinen. Also das, wie schon gesagt, das ist das ganz große Ausbruchslevel hier, und das wäre mal, wenn der Markt extrem nach unten geht, aber das wäre schon eine sehr, sehr heftige Ausweitung der korrektiven Phase. Wenn die Märkte so ein bisschen stärker noch innehalten, dann denke ich mal, sollten wir aber eher hier irgendwo in diesem Bereich 29.750 bis 29.600 irgendwo dann ein Ende gefunden haben, denn man muss einfach mal sehen, an den wirtschaftlichen Rahmendaten hat sich jetzt nichts so heftigst verändert, dass man sagen kann, wir bekommen jetzt eine Korrektur, die wir hier unten bis in das letzte Zwischentief um die 27.000 knapp 560 Punkte hinausdehnen. Das sehe ich momentan noch nicht. Das kann natürlich alles passieren. Deswegen ist es wichtig, dass wir die richtigen Level sehen. Und da haben wir hier das Zwischentief auf der Unterseite, beziehungsweise für die Longseite wäre es mal hier oben die Marke von 30.170. Das ist das, was der japanische Yen beziehungsweise der Nikkei hier entsprechend spielt. Und das haut schon ganz schön ins Kontor für entsprechend die Longseite. Handel aus der Korrektur in diesem Sinne. Damit wären wir hier mit den vorbereiteten Werten durch. Jetzt gehe ich mal in die Fragen rein. Da sehen wir bei den Währungen britisches Pfund, kanadischer Dollar. Hier auf Facebook, wer Fragen hat, einfach bitte rein in die entsprechende Funktion hier. Dann kann ich noch auf den ein oder anderen Wunschmarkt entsprechend mit eingehen. Also zunächst mal Währungspaar britischer Pfund, kanadischer Dollar. Kandollar hatten wir ja heute auch schon an dieser Stelle. Das heißt, da sehen wir auch die Stärke mitkommen. Britischer Pfund, kanadischer Dollar haben wir. Moment, habe ich hier gerade gar nicht offen. Nee, habe ich nicht offen. Das heißt, wir machen den einfach nochmal auf. Da ist er. Einfach hier das Ganze zu sehen. Wir blicken das Ganze mal im Tageschart an. Das heißt, wenn ich auch keine entsprechenden weiteren Informationen bekomme, machen wir einfach mal den Blick in den Tag entsprechend mit rein. Und hier an dieser Stelle ist das Ganze gut zu sehen. Hier die Aufwärtsdynamik im Kleinsten, oben der Deckel drauf und dann der Tageschart mal gesehen. Und da sehen wir oben ganz klassisch die Verortung hier über diesem wichtigen Verkaufsbereich. Und das ist wirklich eine sehr, sehr, sehr wichtige Frage bzw. Stelle hier in diesem Markt, denn dieses ehemalige Widerstandslevel, ich sag mal grob gesehen, um die Marke von 1,77 ist jetzt tatsächlich rausgenommen. Dieses Level ist jetzt ein Supportbereich. Und wir sehen halt, wenn wir das, was wir gerade oben gesehen haben, rausnehmen,
an dieser Stelle, das heißt diesen kleinen Deckel oben auf der Käuferseite rausbekommen, dann sehen wir den Weg nach oben. Zunächst erstmal hier dieser kleine Peak hier oben um die, naja, da haben wir knapp die 1,78. Das wäre dann mal der nächste Anlaufbereich. Und wenn auch dieser Markt rausgenommen wird, schaut mal hier oben, schön, dieses Tageshoch hier oben, ganz grob um die Marke, naja, von 1,79,80. Das wäre mal ein weites Ziel. Also nach diesem kleinen Zwischenpeak hier um die Marke von knapp 1,78 ist der Weg tatsächlich relativ frei dort oben rein. Und deswegen schauen wir uns das Ganze jetzt mal eben hier noch im Verlauf der 4 Stunden an. Und hier sehen wir schön, wie der Trend in den großen Schwüngen nach oben läuft. Hier schön die Hochs macht und schön die steigenden Tiefs von unten rauf. Hier haben wir fein den Bewegungsarm auch durch. Und wenn wir jetzt einfach mal die laufende Bewegung auch anschauen, wir kontrahieren hier leicht unter dem Hoch, was ich gerade im Tageschart angezeigt habe, also die 1,7750 in etwa. Und wenn das tatsächlich ein Kontraktionsmuster wird, sehen wir daran, dass wir uns über diesem letzten Widerstand tatsächlich stabilisieren. Das ist eine bullische Konsolidierung und die hat halt häufig den Charakter, einfach nach oben durchzuschieben. Und wenn wir mal noch schauen, was aus der letzten Korrektur hier zur Oberseite durchaus rauskommen kann, dass wir das mal oben hin spiegeln, dann sehen wir, laufen wir schon sehr, sehr deutlich oben an das Zwischenhoch bei 1,79, knapp 80 ran. Und das ist doch, denke ich, sehr lukrativ, da mal hinzuschauen. Wenn wir hier drüber fliegen, wäre das tatsächlich die bullische Konsolidierung beendet und der Schub obendrauf. Das ist wirklich hochinteressant. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch konstatieren, sollte der Markt runterbrechen unter dieses Level hier, das heißt unter die 1,76, was haben wir hier im Zwischentief drinnen gehabt, 1,76, knapp 53, wartet mal, ich mache das auch mal kurz grün, so, da haben wir es da, das wäre dann natürlich das Zeichen, dass wir eher die Unterseite erstmal bespielen, das heißt, dass der Markt hier so ein bisschen durcharbeitet, beziehungsweise durchatmet und dann können wir uns hier an den Zwischentiefs orientieren, erst einmal nach unten hin, die Schwungbasen zu sehen hier, diese Zwischentiefs, die wir da haben, auf dem Weg zum Zwischentief des Trends hier nach oben, das haben wir hier unten liegen, etwas unter der Marke von 1,73, das ist die 1,7350 hier in dieser Situation. Das wäre eine gute Marke auf der Unterseite, kann man durchaus sehen, falls der Markt hier unter 1,7653 fällt, ist nämlich der kleinste Bewegungsarm hier rausgenommen. Dann gibt es erstmal Konsolidierung nach unten, aber momentan sieht das einfach so bullisch aus, dass das Ganze ohne weiteres das Potenzial hat, sich nach oben hin auszudehnen und die höheren Werte entsprechend mit raufzunehmen. So, da hätten wir das. Was haben wir noch? Wir haben eine Frage zum Thema Traders Lunch. Also wer das Ganze entsprechend sich anschauen möchte, den übertrage ich direkt entsprechend auf Facebook. Hier kriege ich noch die Frage zum Traders Yard an sich. Da konnte ich letzte Woche das Ganze nicht machen, weil die Terminplanung ein bisschen anders ist. Aber da muss man sich einfach auf Traders Yard entsprechend anmelden. Der Fragesteller hier, bitte mich einfach mal auf Traders Yard sozusagen kontaktieren. Ich poste nachher auch nochmal den Link, wie es reingehen kann. Wie ich schon gesagt, heute gibt es eine Zeitverschiebung, so sage ich mal 14:15 wird das Ganze dann heute stattfinden. Gut, das also dazu und damit würde ich sagen, sind wir hier mit den Besprechungen soweit durch, aber ich möchte nicht aufhören, ohne mal wenigstens noch den Blick auf den DAX zu bringen und wir sehen es hier im DAX, der ist momentan im Begriff, sich mal wieder so ein bisschen mit der Marke von 14.000 Punkten zu beschäftigen. Wir sehen das Thema hier, der große Abverkauf nach unten hin, der hat mal wieder dort gehalten, wo wir es beim letzten Mal auch besprochen hatten, hier unten, wo ich diese blaue Linie reingezogen habe. Das ist halt ein relativ interessantes Level hier unten gewesen in diesem Bereich, 13.900, 13.850 Punkte hier, dieser Schwungbereich. Der ist immer wieder gesucht, jetzt sehen wir, laufen wir hoch. Jetzt wäre es natürlich extrem wichtig, wenn wir uns das Ganze mal anschauen wollen. Schaut mal hier, der Aufwärtstrend auf Tagesbasis, Moment, hier muss ich mal rein, der läuft schön nach oben. Wir haben hier die Seitwärtskonsolidierung auf am Laufen und mit Blick in das kleinere Bild wäre es jetzt hier tatsächlich sehr, sehr wichtig, wenn wir hier über die Marke von 14.000 Punkten laufen und dann hier das Zwischenhoch oben rausnehmen, also hier oben über diesen, ja, sag ich mal, mehr oder weniger Doppeltop um den Bereich von 14.030 Punkten da drüber zu laufen. Wenn das tatsächlich passiert, dann haben wir für den Intraday-Bereich noch ein paar interessante Anlaufpunkte, nämlich hier
das kleine Zwischenhoch um die 14.071. Das ist auch hier dieser Wendebereich hier oben. Und wenn der auch Käufer findet, das heißt, wenn dort die Absicherungsorders der Shorties liegen, dann haben wir gute Karten hier Richtung 14.155 Punkte, beziehungsweise dann erstmal Allzeit hochzulaufen. Soweit ist es bei weitem noch nicht. Ja, wir sind weiter in der Abwärtsphase hier begriffen. Wenn wir uns das mal anschauen wollen, seht mal hier, wir haben hier die fallenden Hochs und die fallenden Tiefs, und solange wie wir hier nicht über das letzte Zwischenhoch, über die knapp 14.030 Punkte drüber laufen, haben wir weiterhin die Abwärtsphase da. Chancen haben wir aber. Das heißt, das Gute wäre jetzt tatsächlich hier die 14.000 Punkte nachhaltig aus dem Markt zu nehmen, und dann haben wir schon die Chance, nach dem langen Abwärtslauf hier beziehungsweise diesem seitlichen Hin und Her endlich mal wieder eine klare Richtung zu finden. Nur ob das heute schon so wird, das ist die Frage, die sich stellt, und die wird sich relativ zeitnah entscheiden. Kriegen wir nachhaltigen Abfall von den 14.000 Punkten, dann müssen wir ganz klar die Zwischentiefs hier annehmen. Das heißt, die Swing-Lows nach unten hier. Erst einmal die 13.000 und ein paar in der 52. Und dann hier unten haben wir hier liegen die 13.000, knapp 900 Punkte Marke. Hier noch ein kleines Zwischentief bei 13.880. Und für diejenigen, die das im Kleinen wirklich interessiert, das sind mal so Zwischentiefs. Stationen im 5-Minuten-Chart, und dann kann man sich schon schön an den kleinen Zeiteinheiten auf der Unterseite orientieren. Das heißt, das wird wirklich sehr, sehr interessant, und hier sieht man das, was ich gerade im Größeren auch gezeigt habe. Wenn wir hier unten drunter fallen, dann haben wir hier in den 5 Minuten wieder einen kleinen Abwärtstrend, und der hat dann schon erst einmal die Unterseite im Chart da. Also es wird sich hier um die 14.000 einiges entscheiden. Jetzt haben wir es 5 nach, es zappelt rum. Wir sehen es, der Markt ist weiterhin auf Richtungssuche. Wir haben allerdings wirklich diesmal Chancen zur Oberseite, aber dazu müssen wir die 14 rausnehmen. Fällt das flach, würde ich mich eher kurzfristig auf der Unterseite entsprechend orientieren. Das in den DAX mit rein, und damit an dieser Stelle natürlich wie jeden Morgen meinen Dank fürs Zuschauen. Empfehlen Sie uns weiter und einen erfolgreichen Trading-Tag. Wie immer der Hinweis im Hintergrund: Trade.